Nachdem es im letzten Video um die beendeten Buchreihen ging, geht es jetzt um meine angefangenen Buchreihen. Und zwar die Top 10 der angefangenen Buchreihen. Das heißt, die Top 10 Bücher oder Reihen, die ich unbedingt weiterlesen möchte. Ktschung! Übrigens habe ich bei den beendeten Buchreihen, seitdem ich das letzte Video gemacht habe, noch zwei beendet. Und zwar Legend und Gebannt. Und beide waren einfach super. Also, das erste Buch ist Grisha, beziehungsweise die erste Reihe. Da habe ich nur den ersten Teil gelesen und ich möchte es unbedingt weiterlesen, weil es so eine tolle Atmosphäre hatte, so russisch-winterlich angehaucht und die Fantasy-Geschichte war was Neues, die Liebesgeschichte war auch relativ neu und mir hat das einfach total gut gefallen und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den zweiten Teil. Ich habe den zweiten Teil leider nicht, kann deshalb auch nicht weiterlesen, aber ich freue mich schon darauf, wenn ich den dann irgendwann mal habe und das Buch irgendwann mal lesen kann. So, außerdem aus dem Carlton Verlag ist Helden des Olymp. Das ist eine der, ich glaube, die einzige Reihe, wo ich den zweiten Teil hier stehen habe, die es aber trotzdem auf die Liste geschafft hat. Und zwar liegt das daran, dass ich den, ja, also Rick Riordan liebe ich über alles. Er ist einfach so talentiert. Also ich war von dem Teil etwas enttäuscht. Es liegt hauptsächlich daran, dass Percy nicht da ist. Und Percy ist einfach ein Hauptgrund, warum ich Percy Jackson mag, logischerweise. Aber ich habe gehört, dass er im zweiten Teil wieder da sein soll, aber es kostet mich so Überwindung, jetzt diesen zweiten Teil zu lesen, weil ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Dann haben wir hier noch Skaldagobi Pleasant, eine Reihe, die einfach sehr, sehr cool ist, weil die Charaktere so mega geil sind. Auch die Gegenspieler und generell einfach alle Charaktere. Ich habe bis Teil 6 gelesen und werde dann hoffentlich sehr bald mal irgendwie an Teil 7 kommen und die Reihe weiterlesen können. Bitte, 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 bitte. Dann ist da noch Silber. Natürlich muss Silber auf diese Liste, weil es ist von Kerstin Gier und Kerstin Gier ist einfach super. Ich mag den Humor total. Ich mag den Hauptcharakter hier auch lieber als Gwen. Und ich. Ja. Und ich werde auch auf eine Lesung gehen, sehr wahrscheinlich, und mir das Buch dann da holen. Also ich bin gespannt. Dann ist da noch Anna and the French Kids, beziehungsweise Herzklopfen auf Französisch. Ich habe Anna and the French Kids und Lola and the Boy Next Door schon gelesen. Und Isla and the Happily Ever After ist der dritte Teil, der irgendwann jetzt im Sommer erscheint, glaube ich. Er erscheint aber auch auf Deutsch sofort schon, wo ich mich riesig, riesig drüber gefreut habe. Also für alle Deutschsprachigen, ihr könnt es auch sehr bald schon den dritten Teil lesen. Womit ich nicht gerechnet habe, die ersten beiden sind ja schon auf Deutsch draußen. Und ach, ich freue mich einfach nur so. Dann haben wir da noch Rebel Bell, da wird es wahrscheinlich noch ewig dauern, bis der zweite Teil erscheint. Aber trotzdem ist es in meine Top 10 gekommen, weil es einfach so geil war, das Buch. Das ist von Rachel Hawkins, der Autorin von Hex Hall, und war einfach wirklich, wirklich gut. Ich will den zweiten Teil! Dann haben wir da noch Reckless, wovon übrigens der dritte Teil, ich glaube, in einem halben Jahr oder so erscheint. Da freue ich mich auch total drauf, weil ich Cornelia Funke so gerne lese und weil ich auch die ersten beiden ziemlich gut fand. Und ich bin gespannt, was uns Teil 3 noch so bringen wird. Und ich freue mich mal wieder in diese Märchenwelt abtauchen zu können. Es hat ja auch jetzt verdammt lange vom zweiten bis zum dritten gebraucht, muss man ja auch mal sagen, ne? So, dann haben wir noch Die Verratenen von Ursula Poznanski, eine meiner liebsten deutschen Autorinnen. Ich mochte die beiden Teile total gerne. Ich finde die Dystopie richtig, richtig cool. Ich finde, es passieren immer unerwartete Sachen. Und ich mag einfach den Schreibstil und ich mag die Charaktere. Und ja, deshalb freue ich mich sehr auf den dritten Teil. Das ist, glaube ich, mit meiner Nummer 1, vielleicht sogar die Nummer 1. Und es kostet mich so viel Überwindung, das nicht einfach schon auf Englisch zu lesen, aber ich warte noch. Wer die Lilie träumt, heißt der zweite Teil, wen der Rabe ruft, dieser erste vom Nelly Stiefvater. Einfach so ein geiles Buch ist das hier. Es war, also für mich persönlich war es einfach perfekt. Ich freue mich so, so sehr auf den zweiten Teil. Ich hoffe, dass es keine Enttäuschung wird. Die Charaktere sind so cool und es ist auch einfach mal was anderes. Deshalb awesome. So, und ganz zuletzt auf der 10, oder es gibt ja keine Reihenfolge, ist diese Reihe hier von Marissa Meyer. Das ist die Wie Monde so silbern Reihe, also Cinder. Da freue ich mich so sehr auf Winter. Winter ist der vierte Teil und ich glaube, letzte. Ja, ich freue mich total darauf. Obwohl ich auch traurig sein werde, wenn es vorbei ist.
Aber das ist, denke ich mal, auf der 2, wenn ich das jetzt so mal so ranken müsste. Ich finde diese Bücher so toll. Ich liebe Märchen und ich liebe Dystopien. Obwohl es ja keine richtige Dystopie ist, sondern mehr Science Fiction. Aber diese Kombination. Die Charaktere sind auch einfach nur so cool. Ich freue mich auf mehr Captain Thorn und auf mehr Cinder und auf mehr Cress und auf mehr Skull und auf mehr Wolf und auf mehr. Nein, auf mehr Kai freue ich mich eigentlich nicht so sehr. Obwohl er im dritten Teil wirklich mal. Er hat echt mal so ein bisschen, ne? Bisschen Power bekommen, was er vorher ja gar nicht hatte. Aber jetzt startet er durch. Ich merke das schon. So, das war's auch schon wieder von mir. Was sind denn eure Top 10 der angefangenen Buchreihen? Mich würde das echt mal interessieren, weil man kann sich ja auch immer so ein paar Empfehlungen holen, ne? Ja, es sind auch verdammt wenige, muss ich sagen. Also, das sind so meine Top 10, aber es sind gleichzeitig auch so die fast die einzigen Reihen, wo ich so richtig scharf darauf bin, weiterzulesen. Also hat das ganz gut gepasst mit den Top 10. Wie sieht das bei euch aus? Vielleicht auch einfach nur die Top 3 oder die Top 5 oder so. Hat ja nicht jeder so viele Buchwünsche wie ich, ne?